bin die Maria. Ich bin der Joachim. Wir sind Ministranten der Pfarrreform seit einigen Jahren. Wisst ihr, was ein Ministrant oder eine Ministrantin ist? Komm, Maria, wir zeigen es Ihnen. Ein Ministrant oder eine Ministrantin ist ein Freund oder eine Freundin Jesu. Meistens sind die Ministranten Kinder. Stimmt, und sie haben besondere Aufgaben bei den Feiern in der Kirche. Sie sind sowas wie Altardiener und haben einen Dienst in der Gemeinde der Kirche. Sie bringen zum Beispiel Gaben und liturgische Gegenstände zum Altar. Die Ministranten helfen dem Pfarrer oder dem Wortgottesdienstleiter oder der Wortgottesdienstleiterin. Aber vor allem sind sie Gottes Freunde und Freundinnen. Die Ministranten treffen sich regelmäßig und bilden eine Gemeinschaft. Sie sind wie eine große Familie. Was macht ihr gerade? Wir bereiten uns auf das Ministrieren vor. Und wie heißt das, was ihr euch angezogen habt? Das ist ein Ministrantengewand oder eine Alba. Das ist ein Singulum. Bei uns haben sie verschiedene Farben, gleich wie die Farben des Gewands des Priesters. Könnt ihr uns zeigen, wie ihr eure Singulum befestigt? Ja, gerne. Ich mache das so. Und wie machst du es, Maria? Ebenso wie Johann, nur langsamer, dass die neuen Ministranten es besser sehen können. Wie schaut eure Haltung aus während der Messe oder des Wortgottesdienstes? Wir halten die Hände vor unter der Brust. Man kann die Finger so oder so verschränken. Wir stellen uns hierher. Der Pfarrer oder Wortgottesdienstleiter oder Wortgottesdienstleiterin sagt, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und wir antworten, der Himmel und Erde erschaffen hat. Dabei machen wir ein Kreuzzeichen. So beginnen wir unseren Dienst. Und wie macht ihr am Ende? Dort stellen wir uns hin und warten auf die Zelebranten. Ähnlich wie am Anfang bilden wir zwei Seiten und warten auf den Zelebranten. Er oder sie sagt Procedamus. Und wir antworten alle gemeinsam Deo gratias. Und was bedeutet das? Dank sei Gott. Vielen Dank euch beiden. Wir sehen uns das nächste Mal und reden über die verschiedenen Aufgaben der Ministranten und Ministrantinnen in der Liturgie. Ja, gern. Bis zum nächsten Mal. Hallelujah.
im Boot, bleibt alles voll im Lot. Volle Kraft voraus, willkommen hier an Bord. Ist Jesus mit im Boot, bleibt alles voll im Lot.